Servus YouTube, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Und zwar zum ersten Karrieremodus mit Borussia Dortmund. Neben Milan machen wir ja jetzt noch einen deutschen Karrieremodus. Und da habe ich ja gefragt, welchen ihr da sehen wollt. Und da gab es einen Kommentar, der sagte Borussia Dortmund. Und weil ich das eh vorhatte und das meine Bestätigung war, habe ich jetzt also Borussia Dortmund ausgesucht. Neben dem Milan-Karrieremodus, der natürlich auch weiterhin noch kommen wird, wechselt sich das jetzt ein bisschen ab zwischen Dortmund und Milan, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und ich würde sagen, ich stell das soweit mal ein und dann sehen wir uns gleich im Hauptmenü wieder. Ja, diesmal spielen wir auf Weltklasse, habe ich mir gedacht, weil Milan auf Profi ist ein bisschen einfach, deswegen versuche ich hier mal auf Weltklasse. Wenn es zu schwer wird, können wir es ja immer noch runterstellen. So, und da sind wir jetzt auch in der Saisonvorbereitung bei der Turniereinladung. Kennen wir ja auch schon. Und da machen wir natürlich mit, weil wir natürlich ein bisschen Geld immer gebrauchen können. Und ich würde sagen, da nehmen wir einfach mal die 11 Millionen. Da sind auch relativ starke Gegner bei. Da können wir uns gleich mal messen mit den Großen. Und ja, da sind wir auch in der Zentrale. Gehen jetzt mal in die E-Mails. Haben hier wieder ein paar unnötige Sachen. Kennen wir bereits alles. Liga-Ziel ist Liga-Meister werden. Also da müssen wir Bayern die Stirn bieten. Kriegen wir aber auch bestimmt irgendwie hin. Wir gucken uns mal unseren Kader an. Teambericht. So, im Tor natürlich Birki. Den werden wir, glaube ich, auch behalten als Keeper. Piszczek, Sokrates, Hummels, Schmelle, Weigel, Schein, Castro, Mkhitaryan, Aubameyang, Reus und so weiter. Da können wir mal gucken, wen wir vielleicht sofort aussortieren. Wir gehen mal nach der Position. Reimann, würde ich sagen, können wir mal verleihen. Weidenfeller eigentlich mal verkaufen. Diesen Kollegen können wir wieder verleihen. Saar kann vielleicht für ein Jahr weg. Dieser Fritsch hier kann auch mal für... Moment. Nein. Für... Danke. Zwei Jahre. Park lassen wir erstmal. Narey ist verliehen. Pulisic kam ja hoch. Der ist 16. Können wir auch für ein Jahr mal verleihen. Blazikowski ist ja verliehen. Ihn hier können wir auch mal für zwei Jahre verleihen. Paslak zeigt großes Potenzial. Den können wir erstmal behalten. Den Burenic, ich meine, auf der ZM-Position haben wir eh genug. Leitner würde ich behalten. Sauerland auch mal für zwei Jahre weg. Duxch können wir auch noch mal ausleihen. Beziehungsweise verleihen. Genau wie Tamohada. Auch mal für ein Jahr und dann sind wir soweit durch. Und guck mal, was wir hier selber haben. Ja, wo können wir denn nachrüsten? Ja, ich würde sagen, einen Innenverteidiger müssten wir holen. Hummels, Sokrates und Subotic haben wir da. Das ist vielleicht ein bisschen dünn besetzt. Ansonsten haben wir hier Gündogan, Kagawa. Das passt. Auf links vielleicht noch jemanden als Ersatz für Reus, wenn er mal verletzt sein sollte. Und rechts vielleicht auch mal gucken als Stürmer. Also Innenverteidiger, links, rechts und Sturm. Okay, gut. Können wir mal ins Transferfenster gehen. Ich mache das mal hier alles weg. Also, als zentralen Innenverteidiger brauchen wir vielleicht einen vielversprechenden Spieler, weil dann bekommen wir relativ junge Spieler, einen großen. Und ich würde sagen, bis 25. Und dann haben wir vielleicht mal da einen Nachwuchsspieler. Des Weiteren schauen wir uns auf dem linken Mittelfeld um. Und zwar sagen wir da mal einen temporeichen, auch, na sagen wir mal hier mal bis 28. Einen Stürmer, vielleicht mit Stammspielerqualität und der auch groß ist. Da lassen wir das Alter einfach mal so stehen. Und einen rechten Mittelfeldspieler, der auch Stammspielerqualität hat, temporeich ist und vielleicht erfolgreich. So, dann sind das mal soweit mal die Scouts. Dann machen wir nochmal schnell das Training. Nehmen wir mal die jüngeren Spieler. Steilpässe für Pulisic. Des Weitem für Felix Paslak mal eine enge Ballführung. Für Ginter machen wir mal ein defensives 2 gegen 1, 2 gegen 2. Für Julian Weigel machen wir die Gerätschen.
Und last but not least machen wir Moritz Leitner mit einem El Rondo. Simulieren die ganzen Trainingseinheiten wieder und haben folgende Ergebnisse: C, D, D, A, C. Das wird sich nur noch steigern. Wir stehen vor unserem ersten Testspiel gegen Manchester United. Mal gucken, ob wir noch irgendwelche Nachrichten bekommen. So wie es aussieht, kriegen wir die. Tottenham Hotspur verhandelt mit Dortmund über Aubameyang-Wechsel. Ich denke nicht. So, den ersten, den wir hier angeboten bekommen für eine Laie, ist Stankovic. Und für Aubameyang können wir erstmal schon mal künftige untersagen, weil wir den auf keinen Fall abgeben wollen. Spieler verliehen. Aktuell ist aus England. Ojo. Rolando Arons ist gar nicht so uninteressant, vor allem weil sein Vertrag auch ausläuft. Barca, also wir können ja hier schon mal ein bisschen streichen. Barca sieht auch nicht schlecht aus. 18. Auf der Leihliste. Wir beobachten ihn einfach mal. Michael Keane. Sieht auch nicht schlecht aus. Beobachten wir auch mal. Und Kane, Lukaku. Wie viel ist denn der Wert? 35 bis 42 Millionen. Wir haben übrigens nur 30 Millionen Transferbudget, also könnten wir uns den schon mal nicht leisten. Wie sieht's mit Giroud aus? Ja, wird auch zu teuer sein. Ja, da haben wir die drei erstmal, lassen wir da stehen. Und David Sauerland möchte Spielzeit, aber das kriegt er erst im zweiten Spiel, weil wir jetzt erstmal mit unserer A11 spielen. Ich möchte gucken, wie die harmoniert und zusammenspielt. Ja, ich bring mal Gündogan für Castro. Aber ansonsten lassen wir das so und sehen uns beim ersten Testspiel gegen Manchester United wieder. Und ich wünsche euch viel Spaß und mir viel Glück. Borussia Dortmund trifft auf Manchester United im Estadio de las Artes. Und zwar spielen wir das erste Spiel jetzt mal auf Weltklasse. Mal gucken, wie wir uns da schlagen werden. Und haben folgende Ausgangssituation. Natürlich keine Spiele gespielt, keine Punkte geholt. Deswegen ist doch alles gleich. Wir sind übrigens mit Chelsea und Al Nasser in einer Gruppe. Und schauen uns mal die Aufstellung an. Während wir sehen, dass die Spieler hier einlaufen bzw. reingehen. Bin mal gespannt, wie Manchester spielen wird. Snyder-Lawn sehe ich hier schon. Ob die auch mit A11 spielen werden oder das Ganze ein bisschen lockerer angehen werden. Haben hier erstmal unsere Aufstellung. Birki, davor Piszczek, Sokratis, Hummels und Schmelzer. Davor Nuri Sahin, Weigel, Gündogan, Reus, Aubameyang und Henrik Mkhitaryan. Auf Seiten von Borussia Dortmund. Und Manchester United tritt mit folgender Aufstellung an. Romeo im Tor, davor Damian, Jones und Daniel Blind. Luke Shaw auf links, Memphis Depay, Snyder-Lawn, Fellaini, Lingard, Pereira und vorne Wayne Rooney. Also auch nicht ganz die A11. Wenn ich das richtig gesehen habe. Soll uns egal sein, wir starten ins Spiel. Schön von Reus hier. Auf Sahin draußen. Der schickt jetzt Aubameyang. Aubameyang mit der ersten Chance. Romeo und Blind dazwischen. Ah, Memphis ist da durch, bringt die Flanke. Und Rooney. Birki überragend. Und Sahin klärt das Ding dann. Ist noch nicht ganz durch. Pereira jetzt Lingard. Überragende Parade hier von Birki. Klasse gehalten von unserem Schweizer Nationalkeeper. Das ist Memphis. Und wieder Birki. Und da ist Lingard mit dem 1-0. Das wäre schlecht verteidigt. Depay kommt dann mit der Flanke. Birki noch klasse gehalten. Und ich weiß nicht, was... ich weiß nicht, wer das war. Reus, glaube ich, was Reus da macht. Also ein Foul war es auf jeden Fall nicht und dann kann Lingard da einfach einschieben. Jetzt laufen wir im Rückstand hinterher, aber ich versuche das einfach mal zu drehen. Jetzt ist Rooney durch. Wayne Rooney, Sokratis dazwischen. Und jetzt gibt's Elfmeter, für was? Und rote Karte für Sokratis. Warum? Das war nie im Leben Elfmeter. Er spielt nur den Ball. Wo? Er tritt den Ball weg. Und Rooney fällt dann über Sokratis. Und das ist dann wieder ein Elfmeter. Danke, FIFA. Danke. Rooney gegen Birki. Birki hält den Ball. Boah, Reus geht dazwischen. Und gibt jetzt diesmal gelb. In der Halbzeit müssen wir auf jeden Fall umstellen. Weil wir können ja nicht nur mit einem Innenverteidiger rumspielen. Rooney! Mkhitaryan klärt erstmal. Pereira!
Pischek, Snyder, Law, Schmelzer dazwischen. Hummels kommt nicht dran, Lingard. Und Reus, was mit dem Eigentor. Gibt die nächste Ecke. Also wir wackeln da hinten echt gerade ziemlich extrem. Müssen nur hoffen, dass wir jetzt nicht das 2-0 kassieren. Reus. Vielleicht jetzt nochmal einen Konter setzen vor der Pause. Nee. Pfeift er ab. Er pfeift zur Pause. Wir liegen alle zu hinten mit 10 Mann auf dem Feld. Wir müssen jetzt auf jeden Fall umstellen, sonst kassieren wir hier ein Ding nach dem anderen. Wir müssen jetzt, ja, Subotić bringen. Bring mal für Weigel. In die Innenverteidigung, Sokratis auf rechts. Und dann ziehe ich mit Kitari ein bisschen weiter hier ins Mittelfeld. Wir bringen nochmal Kagawa für Shahin. Und gehen ein bisschen offensiv. Und setzen gleich mal das Spiel auf Konter. Schmelzer setzt sich gut durch. Schmelzer mit rechts. Eckball. Reus. Freistoß für uns. Jetzt kann vielleicht Reus mal zeigen, dass er gute Freistöße kann. Böses Foul an ihn. Gibt euch auch gelb, ja. Gelbe Karte für Fellaini. Dem Belgier mit dem Wuschelkopf. Jetzt vielleicht Reus. Marco Reus kann Freistöße. Abgefälscht. Nächste Ecke. Schweinsteiger. Jetzt kontert sie einfach aus. Auf Snyder Law. Snyder Law auf Berkey. 2-0. Da wird man dann einfach eiskalt ausgekontert. Gündogan sieht die freie Lücke da auf Reus. Reus zieht in die Mitte. Reus, Marco Reus! Romero, Aubameyang dazwischen, aber kriegt er nicht mehr aufs Tor. Mkhitaryan. Jetzt gibt's Gelb-Rot für Fellaini nach dem Foul an Mkhitaryan. Also jetzt 10 gegen 10. Hier ist noch nichts verloren. Reus. Immer noch Reus. Marco Reus! 2-1! Wunderbar in die Mitte gegangen und dann klasse abgeschlossen. Keine Chance für Romero. Weiter, Jungs. Aubameyang. Wird gefoult im 16er. Gibt keinen Elfmeter. Er pfeift nicht. Und Aubameyang muss jetzt noch ausgewechselt werden, so wie es aussieht. Ja, muss er. Also, das... Toll. Verletzung in der 90. Minute. Und kannst du nicht sagen, dass es kein Foul war. Und jetzt pfeift er auch noch ab. Verlieren knapp mit 2-1, aber... Dass sich Aubameyang in der letzten Sekunde noch verletzt, ist gar nicht gut, ey. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch einen Ersatz für Aubameyang holen. So, und da sind wir auch wieder in der Zentrale. 2-1 Niederlage gegen Manchester United. Und in der 90. Minute verletzt sich unser Top-Stürmer, von dem man heute aber gar nichts gesehen hat. Mal gucken, wie lange er ausfällt. Für 8 Wochen. Ausgekühlte Schulter. Eieiei. So, Gottes hat 2 Spiele Sperre erhalten. Transferangebote für Sauerland. 2 Jahresleihe können sie ihn gerne haben. Für Mkhitaryan brauchen wir uns das gar nicht angucken. Auch das lehnen wir ab. 41,5 Millionen. Aktuell ist aus Deutschland. Jetzt bin ich mal gespannt. Elvedi ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie er bei FIFA aussieht. Aber weil er bei FIFA halt so schlecht aussieht, ist er auch schlecht in FIFA. Christensen ist ausgeliehen gerade an Gladbach. Jonathan Tah. Der ist auch erst kürzlich gewechselt. Coman ist ausgeliehen. Stark, zeigt großes Potenzial. Können wir uns vielleicht den mal angucken. Aber Werner ist vielleicht auch ein Spieler für die Zukunft. Aber kommt eigentlich auch nicht so in Frage. Kalu ist zu alt für uns. Und Sauerland ist verliehen. Und Mensch, dann kann er jetzt im zweiten Spiel gar nicht spielen, wenn er jetzt schon ausgeliehen ist. So, machen wieder Training. Pulisic steigt auf eine 62 hoch, was wunderbar ist. Ja, dann belasse ich's in dieser Folge mal bei diesem einen Spiel, bei der Niederlage. Ja, die Form sieht jetzt auch nicht so berauschend aus von unserer Mannschaft. Wir hoffen nur mal, dass es besser wird im zweiten Part. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Einschalten. Bis dahin und ciao.